Ding. Bezeichnete Ding, bezeichnende. Wenn Dionok Sokrates, Sokrates ist Ding, ist Wort, Wort eben, materiell gesehen, und ist der Sinn von Sokrates, die Person, was wir unter Sokrates meinen, das heißt die Bedeutung, der Sinn. Dasselbe kann für Mensch gesagt werden. Mensch kann ein Ding sein, ein Mensch, kann ein Wort sein, wirklich im materiellen Sinne, E, M, E und so weiter, und kann der Sinn vom Wort sein, was wir unter Mensch als Bedeutung, als Sinn meinen, als Inhalt meinen. Ja, bitte. Ja, diese. Na, es sind vier verschiedene Weisen, die Aussagen miteinander zu verknüpfen. Das heißt, modus ponendo pones, es ist, wenn es Tag ist, gibt es Licht, aber es ist Tag und deswegen gibt es Licht. Aber immer in Form von einer Subjunktion. Ja, da im Falle von dieser Fall ist eine Implikation. MTT ist, die lassen sich so übersetzen. Pi, IQ, deswegen Q. Das ist die erste. Die zweite ist PQ, das ist die vierte, PQ, minus Q, minus Q und deswegen minus P. Vierte. Und die dritte zum Beispiel ist, weiß nicht mehr, P oder Q, P und deswegen minus, minus Q. Und die vierte ist P oder Q, tollendo pones, me minus Q, deswegen P. Das ist erste Form, vierte Form, dritte Form und vierte Form. Nein, ich hab nicht geschrieben, wie ich gesagt habe. Das ist die vierte eigentlich. Und das ist die vierte. Ja. Die zweite. Das ist die zweite. Zweite und dritte. Ich kann nicht mehr erzählen. Denn das ist setzt und setzt das hebt auf und hebt auf, denn es ist main minus Q und deswegen minus P. Das setzt und indem es setzt, hebt auf. Denn setzt P und deswegen minus Q, nicht Q. Und das hebt auf Q, sagt minus Q und deswegen setzt P. P. Das ist die dritte. Entschuldigung, wenn ich mich verwirrt habe. Ja, ich werde sowieso ein Schema vorbereiten, sodass Sie alle schriftlich bekommen. Denn man muss auch Beispiele machen und
Aber wichtig ist zu sagen, die haben sich auf die Aussagen konzentriert und nicht so viel auf die Prädikate, auf die Rechnung der Prädikate. Und bezüglich der Struktur, der Ontologie, die Stoicher haben sozusagen die Linie von einem starren Materialismus gepredigt. Das heißt, es gibt nur materielle Dinge, es gibt nur etwas, das materiell ist, auch die Seele für sie etwas Materielles. Die haben auch die Theorie von einem starren Determinismus angenommen. Das heißt, alles, was passiert, ist schon sozusagen passiert nach einem universalen Gesetz, das schon bestimmt ist. Und was will ich diese, muss noch kommen? Diese sind sozusagen etwas, was die Physik betrifft. Wir hatten bei Heraklit gesehen, dass Heraklit sich für die These von einem Brand am Ende der Zeiten sich ausgedrückt hatte. Und wir hatten uns gefragt, ist es eine Art von Zyklus vorgesehen bei Heraklit oder nicht? Es wird mehrheitlich tendiert, dass Heraklit die These von einem Zyklus angenommen hat. Das ist sicher bei den Stoikern. Das heißt, die haben, die sind die Ersten, die die Theorie der ewigen Wiederkehr des Gleichen adoptiert, angenommen hat. Das heißt, es wird einen Weltbrand geben und dann wird es immer dasselbe sich vorstellen, wie es schon einmal gewesen ist und wie unendliche Male gewesen wird. Sein wird, Entschuldigung. Ah, ja, Entschuldigung. Nein, soweit ich weiß, nein. Bitte? Soweit ich weiß, nein. Sie haben keinen Anfang gesehen. Das heißt, alles ist schon von der Natur oder von der Vorsehung, die nennen das auf verschiedene Art und Weise, von der Vorsehung sozusagen bestimmt worden. Beide. Muss ja aus etwas entstanden sein. Ich meine, die sind für uns unvorstellbar. Die sind für die sprechen sich für die Unendlichkeit von den Zeiten aus. Das heißt, alles ist so, wird sich so wiederholen, ist schon passiert in der Vergangenheit, unendliche Male und wird sich vorstellen, unendliche Male in der Zukunft. Nach einem unentrinnbaren Schicksal. Das Wichtigste ist aber, dass was jetzt kommt, eigentlich Stoizismus ist grundsätzlich und vor allen Dingen Ethik. Und Stoizismus, auch Epikureismus, könnten sich als Strategie schauen, als Strategie Epikureismus könnten sich unter der Benennung, unter der Formel zusammenfassen lassen, auf das wir können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können. Auf das wir wollen. Auf das wir können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können. Das bedeutet viele Dinge. Das bedeutet grundsätzlich, dass der Weise oder derjenige, der die Weisheit erreichen will, sich fragen muss und Kenntnis nehmen muss von der Weltordnung. Und besonders in Bezug auf sich selbst muss Kenntnis nehmen von dem, was seine Natur zusammenfasst, was notwendig für ihn ist, was überflüssig für ihn ist. Was in seiner Macht ist und was nicht in seiner Macht ist. Und muss durch diese Einsicht, welche auch seine Tugend ist,
welche seine tugendhafte Formation bildet, sich sein Leben bilden und seine Affekte, seine Leidenschaften dementsprechend bezähmen. Das heißt, Einsicht in die Weltordnung und Einsicht in sich selbst als Teil von dieser Weltordnung und dementsprechend und konsequenterweise Anpassung an die Weltordnung und an die Notwendigkeit von der Weltordnung ist das Rezept des Lebens der Stoiker. Was bedeutet auch, dass die Einsicht sozusagen alle Triebe, alle Affekte, alle Leidenschaften im Voraus als Prophylaxe eliminiert. Das heißt, durch die Einsicht in das, was machbar für uns ist, durch die Einsicht in das, was die Weltordnung ist, durch die Einsicht in das, was die Natur ist, was das Schicksal ist, was bestimmt ist, auch durch die Einsicht in das, was wir in dieser Weltordnung sind. Das heißt, durch die Einsicht, dass etwas, das für uns Böses sein kann, eigentlich das Gute für die Weltordnung ist und deswegen ist gewollt vom Schicksal. Durch diese Einsicht müssen wir sozusagen uns an die Natur anpassen, an das Schicksal anpassen, an die Fügung anpassen und müssen wir dementsprechend alle Affekte eliminieren, welche alle Leidenschaften eliminieren, welche sich nicht mit dieser Einsicht konformieren wollen. Das heißt, es ist eine Frage von Einsicht und dementsprechend Eliminieren von allen Affekten. Um sich nicht von den Affekten über das, was unmöglich ist, zum Beispiel die Hoffnung in das Unmögliche, auseinandergetrieben zu lassen. Das heißt, geistig auseinandergetrieben zu lassen. Gelassen zu werden, Entschuldigung. Das heißt, die Stoiker haben unbegrenztes Vertrauen darin, dass das der Weise die Einsicht von der Weltordnung erreichen kann und durch diese Einsicht sich auch an sein eigenes Schicksal anpassen kann und dementsprechend auch seine Affekte zuerst bezähmen und dann eliminieren kann. Und Triebe entfernen kann. Deswegen ist auch so, dass für die Stoiker entweder man ist hundertprozentig tugendhaft oder ist nicht tugendhaft, kann man nicht sagen 99% tugendhaft. Denn wenn es Einsicht gibt, gibt es totale Einsicht. Einsicht über die Totalität. Und deswegen gibt es auch als Effekt sich anpassen an das, was die Fügung bestimmt hat. Ja, bitte? Ich werde den Grund dazu, es gibt einen Punkt, der Stoiker die stärksten ausgearbeitet wird. Geworden ist tatsächlich, oder? Nein. Ja, geworden. Er kann, das heißt, die haben Verbindungen, das heißt, zum Beispiel einige Konfuzianer oder Buddhisten sagen, die hätten einige Verbindungen mit den Stoikern, denn die auch predigen, darauf zu verzichten, was nicht in unserer Macht ist. Man muss verstehen, was in unserer Macht ist und was nicht. Mit Christentum ja auch. Ja, mit Christentum auch. Die haben den Christentum beeinflusst in diesem Sinne. Nicht den Christentum überhaupt, aber einige Gebiete, Bereiche, ja. Die haben einen gewissen Einfluss ausgeübt.